Das fällt ja erst noch mitgekommen. Hallo! Na, schauen Sie mal durch. Was halten Sie davon? Ich muss nach Sandemoog! Die Inselkrankheit, bitte! Ach, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Mach dir doch nicht so viele Sorgen, Mette. Austin. Ich weiß ja, wo dich der Schuh drückt. Unser Geld ist alle. Sweene! Sweene! Mach schon! Hat sie Fieber? Der Schwiegersohn ist ein Narr! Seltsam. Was ist denn da seltsam dann? Das Mädel hier ist der fünfte Krankheitsfall in meinem Distrikt. Hast du denn kein Vertrauen mehr zu Steen? Und wenn er sich geirrt hat? Veranlassen Sie sofort einen Haftbefehl. Gegen Arne Horn und den Drucker Keuter. Ich glaube, es gibt da nur ein Mittel. Den Vogelfang verbieten. Macht ihr mit? Na klar, Arne. Wie lange wird denn der Doktor Arbeit haben für uns? Sagt den Leuten, warum man ihnen den Kredit gesperrt hat. Sagt ihnen, weshalb die Löhne gedrückt werden. Und sagt ihnen, weshalb man sie aussperrt. Als Amtsarzt hat man mir zwar verboten zu reden, aber als Mensch kann ich nicht länger schweigen. Gibt es denn eine Krankheit, die mit den Vogeln... Ja, es gibt eine Krankheit. Die Psittacosis. Also für mich sind nur Tatsachen entscheidend. Aber Brause, es geht doch um Leben und Sterben. Willst du uns umbringen? Ich habe meine Pflicht zu tun. Meine Arzt- und Menschenpflicht. Diese Lumpen. Da steckt doch eine Gemeinheit dahinter. Gott! Welcher Teufel hat mich nur veranlasst, mich mit Ihnen einzulassen? Worauf warten wir eigentlich noch, Arne? Raus mit den Lumpen und der Amtmann vorne weg. Komm! Und du, Steen? Natürlich unterschreibe ich auch. Ich weiß jetzt, dass wir zusammenarbeiten müssen. Ja, richtig! Ja.